So, jetzt hatten wir gerade den Aufwärmteil auf dem Boden. Und jetzt geht es weiter mit einem nächsten Teil, in dem ihr vom Boden nach oben manövriert und dann von hier in den Schneidersitz kommt oder in den offenen Sitz. Wenn ihr eure Sitzposition gefunden habt, dann legt die Hände auf die Knie oder im offenen Sitz in die Kniekehlen hinein und von hier erstmal so ganz aufrecht wie möglich hinsetzen. Ihr richtet die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel auf, wie so ein Klavierspieler, geht ihr Taste für Taste im Geiste nach oben, bis ihr oben angekommen seid, am obersten Halswirbel. Und stell dir vor, dass hier so ein Faden dich nach oben zieht und mit dem Himmel verbindet. Mit dem Einatmen Länge nach oben und mit dem Ausatmen spür die Sitzbeinhöcker auf der Matte, also den Po. Setz dich hin. Jetzt sitzt du. Du gehst nicht im Geiste irgendwo hin, nein, du sitzt. Das können wir nicht ganz so gut, deswegen ist es jetzt wichtig, einmal sich hier zu zentrieren. Du spürst den starken Kern hier in der Mitte, dein Powerhouse, dein Sonnengeflecht im Yoga. Hier ist dein Manipura-Chakra, das Feuer. Und hier, von hier atmest du ein und der Atem geht nach oben. Und mit dem Ausatmen nach unten. Also Öffnung und Erdung im Wechsel. Schließe deine Augen einmal nach innen horchen. Für zwei Atemzüge noch. Um hier wirklich im Erdgeschoss anzukommen. Du baust deinen Rahmen um dich herum, aus dem du dann nicht mehr fallen kannst. Und von hier öffnen wir uns einatmen, dann nach vorne, Kehlkopf, Brustkopf öffnen, ausatmen, über die Seite schieben wir uns dann nach hinten in den Rundrücken. Du kannst die Augen geöffnet lassen oder sanft geschlossen halten. Das Tempo kannst du auch selber bestimmen, also es geht schneller oder geführt und langsamer. Wichtig ist, dass du wirklich den Atem fließen lässt im richtigen Rhythmus. Also einatmen, öffnen, ausatmen, nach hinten in den Rundrücken. Wie eine Schildkröte, die aus dem Panzer guckt und dann den Kopf wieder nach hinten reinzieht. Ein paar Mal, um den Rücken richtig geschmeidig zu schnürgeln, den Schultergürtel zu erknorpeln, Organe zu massieren, die Hüfte zu öffnen und dann bleiben wir vorne atmen, ein- und ausatmen, die Richtung wechseln. Und das geht genauso gut im offenen Sitz, wenn der Schneidersitz für dich nicht möglich ist oder unangenehm ist, kannst du das genauso hier machen. Das Gesicht bleibt dabei entspannt, der Kiefer locker, die Stirn weit und dann beim nächsten Mal vorne bleiben, einatmen, öffnen, Arme mit nach oben nehmen und ausatmen, nach hinten kreisen. So richtig schön nach hinten kreisen, sobald es geht, die Schulterblätter wollen sich berühren. Und einatmen, nach vorne, nach oben kommen, du schaust zu den Händen, ausatmen, nach unten schauen und kreisen. Lass es richtig krachen zwischen den Schulterblättern. Einatmen, lang nach vorne und nach oben, ausatmen, nach hinten kreisen. Noch einmal einatmen, nach oben, Länge, ausatmen, twiste nach links. Rechte Hand auf dein linkes Knie, über die linke Schulter nach hinten schauen, einatmen, zurück in die Mitte, Länge. Ausatmen, nach rechts, über die rechte Schulter schauen, einatmen, zurück in die Mitte, ausatmen, vor dem Herzen schließen. Und einmal die Handflächen schön gegeneinander drücken, die Schultern bleiben unten, Nacken lang. Jetzt den Beckenboden anspannen, Bauchnabel rein. Einmal richtig schön hier Spannung aufbauen, trotzdem weiter atmen. Und dann lösen. Handflächen auf die Knie. Einmal kurz nachspüren. Vielleicht kribbelt es in den Fingerspitzen. Spür die Energie aus den Handflächen nach oben steigend und dich ganz umgebend. Und dann gehen wir in den nächsten Teil weiter.